Dirk Steffens ist bei uns, der ich habe gerade schon gehört, zum Thema Klima den einen oder anderen Einwurf hätte und der gerade unterwegs war in der Antarktis. 100. Terra-X-Folge ist gerade gelaufen, Dirk. Und ich zitiere dich hier, für mich wie ein Schlaraffenland. Wir sehen hier ein paar Bilder davon. Wenn wir über Klima sprechen, wenn wir über die großen Fragen sprechen, um die es tatsächlich auch geht, was kann man dort lernen? Wo warst du da genau? Das ist die deutsche Antarktis-Forschungsstation, Neumayer 3 heißt sie. Und das ist mal etwas, worauf man auch wirklich stolz sein kann. Das ist wirklich eine tolle Station. Zum einen, weil sie nicht nur wie ein UFO aussieht, sondern auch modernste Technologie da hat. Also die steht auf hydraulischen Stelzen, damit sie nicht im Eis versinkt. Die hat eine Tragflächenform, damit sich keine Schneewinde bilden. Aber die Forschung, die da gemacht wird, die determiniert natürlich vieles von dem, was die Politik dann vielleicht in 2, 5 oder 10 Jahren zu entscheiden hat. Denn wir brauchen ja erstmal immer eine Faktenbasis, auf der Politik dann überhaupt einen Richtungsstreit und endgültige Richtungsentscheidungen treffen kann. Zum Beispiel zum Klima, zum Beispiel zur Luftverschmutzung, zum Beispiel zum Weltfrieden. Darüber haben wir auch schon gesprochen, dass das da gemacht wird. Und das ist eben ein ganz zentraler Ort für uns hier in Deutschland, wo viele der Dinge, über die wir hier streiten, Klima ist ja mal ein großer Streitpunkt auch, wo die Daten herkommen. Und das zu wissen, ist einfach wichtig, weil sonst die Arbeit von Politikerinnen und Politikern ja gar nicht möglich ist. Also es ist, für mich war es Schlaraffenland, also man sieht mich da innerhalb der Station, so sieht das da aus da drin. Ich lebe dann da wochenlang mit 50 Forscherinnen und Forschern. Das ist für mich Schlaraffenland, die können nicht weglaufen. Ich kann die 24 Stunden am Tag fragen. Ja. Das hat die bestimmt auch genervt, aber für einen Wissenschaftsjournalisten ist das dann natürlich der Himmel auf Erden. Ja, klar. Und was machen die dort? Also was kann man dort sehen, was wir zum Beispiel in Hamburg nicht so deutlich und klar sehen können? Na, du kannst zum Beispiel wunderbare Weltraumforschung machen. Das hört sich erstmal ein bisschen seltsam an, aber es gibt ja auf der Erde keinen abgelegeneren Ort als den. Und dann ist das Environment, also die Umwelt, fast antiseptisch. Also da wachsen ja keine Pflanzen, es leben keine Tiere da. Das heißt, es gibt kaum Keime. Man kann dann, weil der Winter ja auch sehr dunkel ist und die Sonne, ich glaube, 63 Tage nicht aufgeht an der Stelle, hat man fast Weltraumbedingungen. Also es ist dunkel, draußen ist es tödlich kalt und 9 Leute sind für bis zu 8 Monate im Winter eingesperrt, können nicht raus und müssen mit sich selbst klarkommen. Man muss sich mögen, ne? Man muss sich sehr mögen und ja. Teambuilding, also vielleicht sollte man auch die CDU-Spitze da mal eine Zeit lang schicken. Sagen. Also Teambuilding, um 8 Monate im Dunkeln in einem Raum miteinander auszukommen, das wäre sicherlich hilfreich. Was sehen wir da? Da wird Salat gezüchtet, ja? Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt macht das. Das ist also kein Gärtnerverein, sondern Raumforschung. Denn wenn wir zum Beispiel mal eine Mondstation brauchen oder eine Marsstation, dann muss man die Menschen ernähren. Und die haben es geschafft, in diesem einen Container, der Eden-ISS, also wie die Internationale Raumstation heißt, auf 12,5 Quadratmetern, für das ganze Jahr jeden Tag so viel Salat, Tomaten, Gurken und sowas zu züchten, dass von der 10-köpfigen Besatzung jeder jeden Tag einen frischen Salat essen kann. Und das ist natürlich, wenn man jahrelange Raummissionen macht, von entscheidender Bedeutung. Sogar die NASA ist davon beeindruckt und schickt dann im nächsten Jahr jemanden hin, der mal ein bisschen was lernt, wie das so funktioniert auf der deutschen Station. Also, faszinierend. Wenn man das so sieht, in welchem Zustand ist die Erde, sind unsere Ökosysteme? Was kann man dort lernen? Also bei der Antarktis kann man eben lernen, dass es auf komplexe Fragestellungen nie einfache Antworten gibt. Also wer bei einer komplexen Fragestellung eine einfache Antwort gibt, das kommt in der Politik ja auch hin und wieder mal vor, dann sind die grundsätzlich falsch. Also zum Beispiel beim Klimawandel, das ist natürlich jeder, der das sieht, fragt natürlich, schmilzt das Eis schon sehr stark? Auf der antarktischen Halbinsel ja, das ist der Zipfel, der oben rausguckt, aber auf dem antarktischen Festland eben noch fast gar nicht. Auf der Neumayer Station wird seit 40 Jahren jeden Tag die Temperatur gemessen. Es ist überhaupt nicht wärmer geworden. Das bestätigt aber trotzdem die Klimaforschung, denn wir wissen, es gibt einen kalten Meeresstrom, der da drumherum geht. Und wir wissen auch, wenn der aufhört zu funktionieren, dann, wir sitzen hier in Hamburg, müssen wir alle umziehen, die Zivilisation, so wie wir sie kennen, wird dann aufhören zu sein. Und das ist ich verbringe ja mein ganzes Berufsleben in dieser Wissenschaftswelt, es ist für uns manchmal schwer auszuhalten, dass wir sehen, wir haben in dieser Zeit tatsächlich existenzielle Fragen, die dringend entschieden werden müssen. Und wir beschäftigen uns mit Themen, die vielleicht nicht immer ganz so relevant wirken. Verzeihen Sie, dass ich das so sage. Und am Ende eben doch, ne? Weil es Menschen sind, die das dann auch für sich erkennen müssen, ja? Und sagen müssen, pass auf, das ist für mich von Relevanz. Da sind 90%, glaube ich, ne, der Süßwasservorräte unseres Planeten sind dort gebunden. Ja, wir hätten meterhohe Meeresanstiege. Und wie gesagt, hier in Hamburg würden wir dann wirklich unter Wasser sein. Und noch ist es eben so,
dass das Eis nicht schmilzt. Also wir können noch jetzt noch gerade forschen, wie funktioniert das alles. Wir wissen ja im Grunde, was wir zu tun haben. Und das Frustrierende bei diesen Forschungsergebnissen ist, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ausschließlich ein Handlungsproblem. Mhm. Wir wissen in Bezug auf Klimakrise, vor allen Dingen aber auf das wahrscheinlich noch schlimmere Artensterben, schon seit Jahrzehnten, was uns da blüht. Aber wir tun es nicht. Und mit jedem Tag, den wir warten, wird die Medizin, die wir anwenden müssen, schlimmer. Also heute wird vielleicht noch eine Pille reichen. In 20 Jahren brauchen wir wahrscheinlich schon ein paar Amputationen für unsere Gesellschaft. Und das will ja niemand. Also, und das Seltsame ist, wir wissen das alles. Wie hat sich das Klima oder das Wetter dort verändert? Am 9. Februar, glaube ich, waren es 20,7 Grad. Ne? Auf der antarktischen Halbinsel, Temperaturrekord. 20,7 Grad, ja. Gab es noch nie. Gab es noch nie, jetzt muss man sagen, es gab davor auch schon mal 18 Grad und so. Also, ja. Aber natürlich, der Klimawandel ist ja da. Und also nochmal, wenn man unten auf den Globus guckt, da ist dieser dicke weiße Flatschen, das ist die Antarktis, und da guckt oben so ein Zipfel raus, die Halbinsel. Und man kann fast wirklich sagen, weil der Zirkumpolarstrom da schwächer ist, um diesen Zipfel, da sehen wir es auch, da ist der Klimawandel schon voll da. Das ist 2, 3, 4 Grad wärmer geworden. Wir verlieren Milliarden Tonnen Eis jedes Jahr. Und wenn das den großen grünen Flatschen hier auf diesem Bild erwischt, dann wirklich, dann ist es vorbei. Also dann wird Parteipolitik keine große Rolle mehr spielen in unserem Leben, sondern da geht es dann um grundsätzlichere Fragen. Und wenn man sich nur abschließend gefragt, die Tierwelt dort ansieht, an Pinguinen zum Beispiel, wie geht es den Pinguinen gut, wäre die Frage. Ja, und das ist, geht es den Pinguinen gut? Also sie waren ganz gut drauf, als ich da war, ganz lustig. Es gibt ja sonst keine Tiere da. Also wir sind auf dem Schelfeis und hier auf dem Meereis. Dort lebt niemand. Und wir sehen hier die Kaiserpinguine. Und es gibt eigentlich nur 2 Kaiserpinguinkolonien auf der Welt, die erforscht werden. Und eine ist die, die direkt neben der deutschen Station liegt. Also, ja, und da sieht er ein Hindernis und gibt dann Bescheid natürlich den anderen. Hier können wir nicht weiter. Mal abchecken, eine Spalte. Und das Wunderbare ist, man kann sich... Das sieht so aus, ne? Als wenn die alle nein sagen, so oder sagen die nein? Das ist natürlich anthropomorphisierend. Also ich dichte das da gerade rein. Natürlich ist das in Wirklichkeit nicht so. Aber Pinguine sind eine wunderbare Projektionsfläche für unsere Naturempfindung. Aber sie sind gleichzeitig ein sogenannter Bioindikator. Das heißt, weil sie im Nahrungsnetz, in der Nahrungspyramide relativ weit oben stehen, kann man ganz simpel gesprochen sagen, wenn es denen gut geht, geht es dem ganzen System noch gut. Also ist Pinguinforschung nicht nur eine Forschung für Pinguinliebhaber, sondern für das ganze System und damit für uns alle. Denn durch diese Krillsysteme und so, die da wachsen, bedeutet das auch viel für uns, also für unsere Fischerei, für unsere Wirtschaft, ist das alles mit entscheidend. Das vergessen wir ja oft, wie alles vernetzt ist. So, und ihr bereitet gerade was vor, Dirk, was ich faszinierend finde, eine Reihe über das Anthropozän. Ja, das also, ist... Das Zeitalter des Menschen, ja, das heißt, unser Abdruck auf der Erde ist mittlerweile so signifikant und so systemrelevant, dass man von einem Zeitalter des Menschen spricht. Ja, ich finde, das ist die mutigste Reihe, die wir je bei Terex gemacht haben, denn wir haben einen Titel, den schon keiner versteht. Und das ist ja schon mal ein schwieriger Aufschlag. Das hat mit uns zu tun, ne? Ja, und man muss sich das vorstellen, wenn jetzt in 20 Millionen Jahren ein paar Außerirdische hierher kommen würden und würden Archäologie betreiben, würden sich mal durch die Gesteinsschichten graben, dann sehen sie da, ach Jura, da ist das Gestein überwiegend weiß, das sind so Überreste von Meeresschalen, von Meerestieren, als die Dinos gelebt haben. Und dann finden die plötzlich so ab dem 19. Jahrhundert schlagartig eine Veränderung in der Geologie der Erde. Also nicht nur andere Pflanzen oder so, sondern die komplette Geologie verändert sich. Man findet plötzlich atomare Strahlung, man findet plötzlich einen Stoff, den es vorher gar nicht gegeben hat, Plastik. Und zwar in allen Schichten. Wir haben Bohrungen im Grönlandeis gemacht, in der Antarktis. Also wir atmen wahrscheinlich Plastik, wenn wir hier sitzen. Ich wette, wenn wir hier im Studio alle sezieren würden, würden wir in jedem einzelnen Körper von uns Plastik finden. Also wir haben die Struktur, die Geologie dieses Planeten so massiv verändert, dass wir inzwischen die größte Kraft sind. Und das bedeutet dann in der Wissenschaft neues Erdzeitalter. Und das soll Anthropozän heißen, also das Zeitalter des Menschen. Das ist sehr interessant, weil wir eine der interessantesten Veranstaltungen, die wir in den letzten Monaten im Adenauerhaus hatten, war eine zu Ehren von Klaus Töpfer. Und die hieß das Anthropozän. Wir haben den ganzen Abend über diese Frage diskutiert. Und das war wirklich faszinierend, weil das, so wie Sie schildern, den Fußabdruck, den wir hinterlassen, der ist sichtbar, der ist spürbar. Mhm. Und trotzdem ist es so schwer zu erklären, schon alleine vom Begriff her. Und insofern hätte ich mir gewünscht, wenn ich Sie heute höre, dass Sie in dem Abend auch mit dabei gewesen wären. Also ja, wobei Klaus Töpfer kann das schon super, ich kenne ihn ganz gut. Ja, ich weiß, deswegen. Aber es ist ein sehr spannendes Thema. Und wenn man sich das mal in Zahlen anschaut, das kann man messen, ne? Ja, es gibt manchmal sehr plastische Sachen. Also wenn man sich zum Beispiel mal die ganze Erdkugel anguckt, es gibt eine Biosphäre, das ist alles das, was lebt. Also jeder Grashalm, jeder Baum, jeder Fisch,
jeder Mensch, jeder Elefant. Und es gibt eine Technosphäre, also alles das, was Menschen gebaut haben. Die Technosphäre ist inzwischen ungefähr 8-mal schwerer als die Biosphäre. Das ist unvorstellbar. Auf jedem Quadratmeter der Planetenoberfläche stehen, statistisch betrachtet, 50 Kilogramm von Zeug, das wir gebaut haben. Ich glaube, das sind 30 Billionen Tonnen Zivilisation. Und trotzdem benehmen wir uns ja in einiger Hinsicht noch wie die ersten Menschen. Also das ist. Aber das hat ja auch eine Auswirkung. Allein das Gewicht hat doch eine Auswirkung. Ja gut, das sind ja nur materielle Umschichtungen. Also man kann aus einem geschlossenen System ja kein einziges Atom verlieren. Also man kann kein Wasser verlieren auf der Erde. Man kann es nur dreckig machen, aber es bleibt ja da. Ja, aber wenn du hörst, dass riesige Ballungsräume, Tokio, Jakarta zum Beispiel, die sinken ab. Die sinken ab, die verändern das Klima. Vor allen Dingen die Landwirtschaft ist natürlich etwas, der Mensch hat vor 12.000 Jahren angefangen, Landwirtschaft zu betreiben. Und das ist wahrscheinlich der tiefste Eingriff, den wir bisher gemacht haben. Man muss sich ja mal klar machen, auf der Erde gibt es gar nicht viel Erde. Also die, zum Beispiel. Die Mutterbodenschicht auf diesem Planeten ist im Durchschnitt 30 Zentimeter dick. Das, wovon wir alle ernährt werden, alles wächst, was wir brauchen. Ohne diese 30 Zentimeter, keine Frau Kramp-Karrenbauer, kein Dirk Steffens, niemand von uns. Aber wir verlieren jedes Jahr Milliarden, viele Milliarden Tonnen davon durch Erosion, weil wir eine Art von Landwirtschaft betreiben, die diesen Boden nicht nachhaltig hält. Also wir wandeln ja immer mehr Wiesen und Wälder in Äcker um Tierfutter zu produzieren. Das heißt, das Ding liegt offen da sozusagen. Das liegt offen da. Und was das bedeuten kann, das weiß der Mensch schon lange. Im Jahr 1342 gab es hier in Europa die sogenannte Magdalenenflut. Also ganz, ganz schlimme Regenfälle. Und man hatte kurz vorher einen neuen Pflug erfunden, so wie wir den kennen, der immer die Erde auf eine Seite wirft. Mhm. Und dadurch entstehen diese leicht gewölbten Äcker, die jeder noch kennt, der übers Land fährt. Und diese Äcker lagen da und es kam dieser Regen. Und es wurden innerhalb kürzester Zeit wurde so viel Erde verloren, wie sonst in 2000 Jahren verloren geht. Und das sind dann dramatische Hungersnöte, die dann auch die Ausbreitung der Pest und solche Sachen begünstigen. Wir vergessen oft, wenn wir über 2015 eine Flüchtlingskrise reden, dass zum Beispiel in Syrien der Bürgerkrieg auch durch eine anhaltende mehrjährige Dürre getriggert wurde. Es war bei der Französischen Revolution so, dass es vorher Missernten gab, die durch einen Vulkanausbruch getriggert waren. Also wir tun immer so, als könnten wir unabhängig von den Systemen, die uns ernähren, die uns Wasser, Atem, Luft und Nahrung schenken, handeln. Mhm. Und das ist eine vollständig naive Annahme. Was ich auch nicht wusste, es geht so weit, dass uns mittlerweile der Sand ausgeht, ja? Ja, das ist etwas. Bausand geht man uns es aus. Kaum. Also wie der sprichwörtliche Sand am Meer. Ja. Wir haben nicht mehr genug davon. Es gibt in Indien zum Beispiel schon eine Sandmafia, die Menschen umbringt und als wirklich große organisierte Kriminalität. Ja. Um Gebäude zu bauen, um Straßen zu bauen, für all das, was wir als Bautätigkeit haben, braucht man Sand. Wir verbrauchen ungefähr 50 Milliarden Tonnen pro Jahr für Bautätigkeit auf der Erde. Das ist mehr, als die Erde neu produziert. Und nun muss man noch dazu wissen, selbst Länder wie Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate müssen Sand importieren. Sie sitzen mitten in der Wüste, haben aber keinen Sand. Sand oder besser, Import. Sie haben den falschen Sand, weil der Wüstensand durch Wind rundgeschliffen ist. Und Sand braucht Kanten und Ecken, damit dann Beton die notwendige Binden Haltbarkeit kann. Ne? Sonst funktioniert das nicht. Also sind wir auf Sand aus Flüssen und Meeren angewiesen. Aber wir bauen Staudämme an, die Flüsse halten den Sand auf. Und wir sorgen dafür, dass wir die Strände, wir nehmen so viel Sand da weg, dass das Meer nicht neu liefern kann. Und das heißt, dass in vielen Regionen der Welt die Strände verschwinden, ganze Inseln verschwinden. Und wenn es auf dieser Erde nicht mehr genug Erde und nicht mehr genug Sand und nicht mehr genug Wasser und nicht mehr genug Luft gibt, dann muss man langsam mal anfangen zu verstehen, dass Expansion, also das unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten nicht logisch ist. Wachstum heißt ja auch Bevölkerungswachstum. Ja? Das haben wir auch nur begrenzt im Griff. Aber es gibt ja man ganz vorsichtig sein. Meistens sind es weiße Experten, die dann Asiaten und Afrikanern vorrechnen, ihr vermehrt euch zu viel. Aber der ökologische Impact von Ländern, die eine geringe Geburtenrate haben, ist viel schlimmer. Also Wohlstand und Bildung, ausgerechnet die beiden Faktoren, die die menschliche Fortpflanzung begrenzen. Und die Befreiung der Frau aus patriarchalischen Strukturen. Das ist die wichtigste Geburtenkontrolle, die Gleichberechtigung von Frauen. Aber wenn Menschen wohlhabend werden, dann konsumieren sie so viel, dass man in Wirklichkeit, muss man ja rechnen, Menschen mal Konsum gleich ökologischer Impact. Und das heißt, dass selbst die Länder wie Niger, die eine riesig hohe Geburtenrate haben, sind ökologisch viel weniger schädlich als jetzt ein Land wie Nordamerika oder wir hier. Ich wollte jetzt vor allen Dingen auf die Ernährungssituation. Es gibt Projekte, von denen du sagst, das könnte der Weg in die Zukunft sein. Vertical Gardens beispielsweise. Zum Beispiel? So vertikale Gärten. Was wir hier sehen, das ist was ist das hier? Das ist der größte Indoor-Bauernhof der Welt.
Also wo steht der? Newark, nicht so weit weg von New York. Ja, okay, da ja, sehe ich's. Mhm. In den USA, New Jersey, Bundesstaat New Jersey. Und da gehe ich da gerade rein, das ist natürlich alles antiseptisch. Und weil wir nur 12 Milliarden globale Hektar, die biologisch aktiv sind, haben auf der Erde, wir können die ja nicht vermehren, müssen wir gucken, wo sind Ackerflächen. Und so sehen in den USA die modernen Ackerflächen aus. 96% weniger Wasser, keine Herbizide, keine Pestizide. 20 das ist alles 100% Bio, wenn du so willst? Oder? 20 bis 30 Ernten im Jahr, aber kein Bio, weil es nicht in wie Erde viele wächst. Ernten? 20 bis 30 Ernten pro Jahr. Das ist natürlich sehr produktiv. Das funktioniert so ähnlich wie der Garten Eden, den wir in der Antarktis gesehen haben. Das sind ähnliche Technologien. Ja. Aber das wächst nicht in Muttererde und deshalb darf man da kein Bio-Label draufhängen. Das ist ein formaler Akt. Aber okay. Aber de facto ja, natürlich, ja, total Bio, klar. Mhm. Also kein ja, Dünger, genau, ich hab die da direkt gegessen, schmeckt total lecker. Man lernt da auch so Dinge, dass man durch die Wellenlänge im Licht, dass man verwendet, die Würzigkeit von Rucola-Salat sehr stark beeinflussen verändert kann. Also mit sowas beschäftigen sich auch Weltraumforscher heutzutage, man wundert sich. Ja. Aber es ist doch großartig, dass es solche Dinge gibt. Das heißt, im Umkehrschluss, wir brauchen in Zukunft nicht weniger Technik, sondern mehr Technik. Das ist wohl der einzige Ausweg. Also wir haben ja auch eine Verzichtsdebatte oft. Also wir diskutieren ja Dinge wie Flugscham oder man darf gar kein Fleisch mehr essen oder man soll gar kein Auto mehr haben. Verzicht ist sicherlich eine gute Sache, um Druck von Systemen runterzunehmen. Aber wenn wir uns mal einen logischen Gedanken klar machen, verzichten kann nur, wer mehr hat, als er braucht. Also Verzicht ist ein Privileg der Reichen. Ja, richtig. Aber die meisten Menschen auf diesem Planeten sind nicht reich. Und wir müssen diese Sachen ja immer global sehen. Und wenn wir nur die Armen der Welt auf ein menschenwürdiges Niveau, nicht in Reichtum, sondern nur auf ein menschenwürdiges Niveau heben wollten, wäre der Mehrverbrauch viel größer als alles das, was wir einsparen können. Ich will damit nicht sagen, dass wir nicht einsparen sollen. Das sollten wir tun, um Zeit zu gewinnen. Aber wir müssen über grundsätzliche Lösungen nachdenken, weil diese Erde, sonst zumindest der Mensch hier auf der Erde in seinen Gesellschaften, vor existenziellen Problemen steht. Und in dem Zusammenhang zum Schluss noch Bilder, künstliche Bienen sozusagen. Also ja, das passt in die Reihe. Also, ja, also wir haben ja einen riesen Insektensterben. In Deutschland haben wir es diskutiert. Hier haben wir Bilder, die wir in China gemacht haben, wo es große Arbeitskolonnen gibt, die genau so die Bienen ersetzen und mit diesen Puscheln dann die Obstbäume bestäuben müssen. Das ist kein Scherz. Also funktioniert das da seit Jahren. Und das ist die Basis der Landwirtschaft da. Und wir sind dann weitergefahren in die USA, ans MIT. Das ist eines der führenden, wahrscheinlich das führende Technikforschungsinstitut der Welt. Und da werden inzwischen aus Plastik diese Roboterbienen gebaut. Und man hofft, dass mit künstlicher Intelligenz, die in einigen Jahren befähigt werden, die aussterbenden Bienen auf den Feldern zu ersetzen. Also da sind wir schon. Und während wir noch in Deutschland darüber diskutieren, ob das Insektensterben wirklich so schlimm ist, also sieht man, was in Amerika schon für Schritte unternommen werden, um diese Probleme zu kontern. Also auch so unsympathisch man das findet, aber die tun wenigstens ja, irgendwas. Das mag vielleicht unsympathisch aussehen, weil einem die Biene Maya natürlich lieber ist. Ja. Andere Dinge wiederum finde ich großartig. Also Roboter, die mit Hilfe von KI, also künstlicher Intelligenz, in der Lage sind, Unkraut zu erkennen und ganz gezielt zu zupfen. Ja. Dann brauchst du deutlich weniger Glyphosat. Was für eine sensationelle Idee. Statt Gift zu spritzen, das gute alte Unkrautjäten, nur machen wir es nicht mehr selber, sondern haben solargetriebene Roboter, die wie so ein Mähroboter über die Felder gehen und dann mit dem Greifarm alles ausrupfen und das ist dann total Bio. Ja. Phänomenal. Jetzt braucht... Also, Dirk, danke dir sehr herzlich. Sehr gerne.